Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir da, sieht man das von hier aus, ja, irgendwo da unten, den Quincy-Abbauanlage, hieß die, glaube ich, irgendwie sowas, Steinbrüche von Quincy, fast abgeschlossen. Mehr oder weniger zufällig, weil wir schon ein paar Raider getriggert haben und haben wir direkt mal den Rest auch noch mitgenommen. Und da hinten haben wir, glaube ich, Spielzeugfabrik, wo wir ein paar Teile herholen müssen für irgend so einen Typen im Slog, der für sein Einhorn braucht. Und das machen wir natürlich. Hoffentlich gibt er mir auch eins. Dann habe ich ein zweites. Boah. Ja. Wir waren, ja, die Spitamini kenne ich noch. Wir waren letztens Gunner oder Supermutanten. Ich glaube Supermutanten. Scheinen tagsüber zu schlafen. Weil es war noch nachts. Ich habe die ganze Nacht durchgekämpft anscheinend. Wilson Atomatoys Fabrik. Okay. Vielleicht schaue ich halt hier reinzugehen, ohne dass ich irgendjemanden sehe oder irgendjemand mich sieht oder so. Ich würde zu gern wissen, was diese Explosion ausgelöst hat im letzten Part. Da. Oh. Boah, es kommen auf einmal ganz viele. War mir? Wo? Jetzt nicht mehr. Da. Hab der ganze Raider-Bande gerade erledigt. Meint ihr, habt eine Chance? Ja. Ah, nur Schatten. Ja, wir oder was? Ja, kann ich auch irgendwo hier reinkommen? So, hier kann ich rein. Oh Gott. Also ich wusste, dass hier so ein krasses Gebiet ist und ich gehe nicht ohne einen Fatman auch noch. Hast du sie gesehen? Nein. Oh mein Gott. Was? Kommst du näher? Ich habe übrigens gar nicht noch das Impact, ich habe. Ich habe in der Regel eigentlich immer genug. Komm schon. Last Standing. Uff. Schon wieder bald. Nein, wollte ich nicht mitnehmen. Gott. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Ich bin da nicht sicher. Ah. Egal, was der andere hinterlassen hat. Wahrscheinlich wichtig sein. Ah. Nur 47, was? Wo kriege ich so viele her? Ich kaufe gar keine offscreen oder so. Ich habe, glaube ich, noch nie offscreen ein Stimpack gekauft. Oh, Gunner, was? Ihr könnt nicht mal mit den Supermutanten kloppen, wenn ihr wollt. Da ist schon wieder eine Explosion. Wer macht das? So, ihr könnt euch mal untereinander gerne prügeln. Ich kein Problem mit. Was geht da vor? Die ballern auf jeden Fall auf sich. Der Supermutantenmeister schießt auf irgendjemanden. Aber schon, Gunner macht den noch irgendwie Schaden. Ah, der Kacke. Hauptsache,
Wenn ich gegen die kämpfe, treffen die mit jedem Schuss, aber wenn die sich gegenseitig abknallen, ne? Da ist es auf einmal, boah, ich treffe den nicht. Ich würde gerne da oben hingehen, da ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Oh Gott, da unten sind aber welche. Wo ist Hancock? Ich brauche den. Ich brauche ihn. Komm ich nach hoch? Ich kann da reingehen eigentlich, aber. Aber nö. Wenn ich rauskomme, mache ich alle fertig. Irgendwie muss er da hoch. Oder ich muss da rein, um da hoch gehen zu können. Wo soll ich hin? Hancock hier geblieben. Wir wollen keine Aufmerksamkeit errichten. Aber er hat Aufmerksamkeit errichtet. Könnte nicht so lange brauchen, um euch gegenseitig zu erledigen. Ich höre Schüsse, das ist schon mal gut. Hancock, willst du dir den Tag ein bisschen aufhellen? Das ist alles. Klar, gerne. Okay, tut sich da mal irgendwas? Mir war es immer noch so viel AP wie beim letzten Mal, als ich gesehen habe. Legendärer Supermutantmeister, ich kann mich doch mal. Nee, der legendäre Supermutantenmeister hat dieses Explosionsdingen. Das vielleicht noch nicht ein Fettmann sein könnte. Was? Nein. Oh. Fast tot. Und wir heilen uns. Deine Beine fressen, wenn du tot sein willst. Oh Gott. Jetzt wird's lustig. Heilung, Heilung, Heilung. Da ist irgendjemand gefährlich nah. Au! Was? Big Mac? Okay. Hier ist ein Big Mac aufgetaucht. Sollst du nicht irgendwo boxen oder so? Ach, da kann man gar nicht rein, oder? Liebe. Ah! Schließt er sich irgendwie komisch an. Oh nein, der Minigun. Oh Gott. Minigun, nein. Oh, da sind ganz viele von diesen Teilen. Oh, bloß, dass ich hier nicht ein paar mitnehme. Ja. Ah. Wo bist du? Kann auch schnell ballern, ne? So.
Müsse. Hi, na? Au, oh, von unten? Was? Wo? Oh Gott. Hm. Sandfenster. Was habe ich da mit Meister und da oben ist dieser eine Typ, der Big Mac. Leck mich! Alter, warum kann ich den Kopf nicht treffen? Was? Nein. So, komm her. Legendärer Supermutant Meister ist nicht gut, habe ich das Gefühl. Mir geht von Eis die Munition aus, also Problem. Oh, ich hatte ihn noch nicht mutiert, geil. Auch den Minigun oder habe ich mich da geguckt? Es gibt nirgendwo einen zweiten Eingang, ehrlich. Weniger Aktionspunkte. Boah. Gilly Jupp Buttercup. Okay. Mega war verdammt viel. Verdammt viel, merke ich gerade. Flanke, die wollte ich zum Beispiel nicht aufheben. Oh, wo bist du? Du bleibst mal schön hier. Ja, oh, gibt keinen zweiten Eingang. Okay, geil. Machen wir mal so. Hancock hat das gefallen, sehr gut. Ah, komm, 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 komm. Ah. Alter, das war schon wieder voll übertrieben hier. Hm. Oh, what? Burschaft war irgendwo hier. Wie es aussieht. Mein Gott, was ist denn hier passiert? So. Versuchen wir mal das. Hancock, steh doch mal auf. Und hat so ein Dingens. Ein Dreifach-Dingen hier zum Schießen. Ja, okay, deswegen ist das so.
Bringt aber nicht so. Mann, ich komme ja nicht voran. Der macht mir zu viel Schaden. Ich komme da nicht durch. An ihm vorbei. Er macht mir zu viel Schaden. Ich komme einfach nicht an ihn ran. Was ist das dämlich? Ach. Solchen Sachen, ich sollte echt meinen Fatman mitschleppen. Muss weniger Waffen mit mir schleppen, habe ich das Gefühl. So, noch mal das Ganze. Oh mein Gott. So, jetzt packen wir uns aber noch Dingens rein. Psycho. Scheiße, ich will töten! Geil. Oh, hey. Dreck, das gibt's doch nicht. Oh, mach mal so. Ha. Irgendwann ist er down. Oh, ich hasse. Ja, habe ich gegen die Wand geschossen, Mann. Dreck. Oh mein Gott. Wieder da gegen die Wand getroffen? Oh mein Gott. Oh, endlich. Oh, Henker, komm her. Du musst ein paar Sachen schleppen. Das war dringend. So. So, steh auf. Oh, schon wieder eine andere Waffe, kann das sein? Alter, was ist mit euch los? Hey. So, her damit. Damit. Ey. So, du tust jetzt hier meine Pferde tragen. Oh, mein Raketenwerfer, wer du benutzt den? Ich nehme Wünsche entgegen. So, noch ein mit und noch ein mit. Die werden alle bei mir aufgestellt. Hey. So. So. Ja? Stell ich alle bei mir zu Hause auf. Ich habe schon eins zu Hause. Sag mir noch 5 Gold. Hör ich die alle 6 auf, dann kann ich die Main 6 da hinstellen. Jedoch erhöhter Rückstoß, ja. Auch meine jetzige. Zombie-Killer, ne? Nee. Nee, Quatsch. Gerechtigkeit. Schauen Sie auf Taumeln bei Treffer. Hm, mehr Schaden? Ein bestimmten Gegner nur Taumeln. Bei meiner Schrotwind jetzt
ehrlich gesagt nichts auszusetzen. Okay. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht die vollen oder so abgeben, weil die will ich behalten. Der kann ruhig ein paar Teile haben hier, wenn er will. Aber die vollen Pferde kriegt er nicht. Die können mehr. Oder vielleicht kann der ja zusammenbauen zu einem. Einfach alles hiervon mit. Wie hieß denn noch Giddy Pup? Ich habe das schon wieder vergessen. Bitter Cup, Bada Job, irgendwie sowas. Aber irgendwie stand jetzt hier so, du bist jetzt abhängig von allen Psycho-Gems. Haben ja so neue Gems oder so hinzugefügt, weil diese einen, die kannte ich sowieso nicht. Wie ich letztens mal. Apropos Ghoul, kannst du mal hier hinkommen? Hab die Karte nicht. Wer hat die Karte? Da oben der Typ? Hancock, du musst meine Pferdeteile ja mal tragen. Hey, was soll ich? Kosten ja auch so viel. Das verdammte Spielzeit sollte nicht so viel. Boah. Okay, ich kann. Wenn ich dann muss ich halt nochmal zurückgehen, ja. So, du hast das Ding, so der der Big Mac, der müsste ja hoffentlich die ID-Karte haben. Normale bin ich ja nur. Ah, hier, ne? Okay. Fliegerkappe. Ich dachte echt, es gibt nur eine einzige Art von Rüstung, die man denen vielleicht geben kann, aber nee. Gibt anscheinend doch sehr viel mehr. Da oben auch noch mal hin. Gleich. Erstmal die große Tür öffnen. Uff. So. Oh mein Gott. Hätte ich die voll einschließen können. Sind auch noch gute Teile. Die will er haben? Ich nehme jetzt hier die ganze Zeit solche Teile mit und der will nur hier so ein, boah, so ein Kasten haben. Boah. War ja klar, ne? Gut, dann nur noch da oben hin, würde ich sagen. Da muss was Geiles sein. Hoffentlich. Wackelpuppe wäre doch nicht schlecht, ne? Komm schon. Da ganz oben irgendwo. Ne, aber eine leichte Supermutanten Körperrüstung, okay. Wie viel wiegt die denn? Kann ich nicht sehen. 6, okay. So. Habe ich gemacht. Okay. So, das sieht doch schon wieder verdächtig aus. Was haben wir denn da? Schon nicht gar nichts. Konnte man rein, okay. Boah, erinnert mich voll an ein Addon aus Fallout 3. Wie ist er nochmal? Keine Ahnung. Der Pit, glaube ich.
Ja, der Pit war, glaube ich, hier dieses Sumpfgebiet. Ja, nicht. Also hier hätten sie ja wohl ganz eindeutig eine Wackelpuppe hineinspendieren können. Ich habe schon lange keine Magazine mehr gefunden, fällt mir auf. For like ever. Okay, raus hier. Die Sachen abgeben können wir auf jeden Fall noch. So. Okay. Okay. Einmal kurz gestreckt. Ja, da war strecken. Oh, Entschuldigung. Ja, die Belohnung muss jetzt aber sitzen. Das hat schon wieder Nerven gekostet. Aber auch Level gegeben. Apropos Level, gibt mehr Erfahrungspunkte für den ganzen Kack. Monstrum, sie wissen, die so gefährlich sind wie ihre Herren. Ja. Neue Klamotten für Dogmeat bekommen. Eine Rüstung, so ein Helm oder so. Und für Strong neue Klamotten. Hey, was geht? Das wär's. Hey, du bist wieder da. Konntest du die Teile finden? Ja, ich hab sie dabei. Warum soll ich lügen? Gut, dann lass mal sehen. Ja, ja, es ist alles da. Es ist wirklich alles da. Du hast dir deine Belohnung verdient. Hier, hier, wie ich es versprochen habe. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Endlich. Okay, keine Erfahrungspunkte bekommen. Schön, endlich die Teile zu haben. Jetzt kann ich richtig was schaffen. Ich habe übrigens noch ein paar Einzelteile. Kannst du auch haben, gegen Bezahlung natürlich. Holly, du hast einen Namen. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Das hey, danke nochmal für deine Hilfe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.